Wohin treibt die Branche? Was bringt die Hannover Messe 2015 für die deutsche Antriebs- und Fluidtechnik? Die Aussichten jedenfalls sind gut. Beide Branchen erwarten für 2015 ein Umsatzplus von 2 bis 5%. Was ist denn für den Besucher das Spannende? Warum kommt er denn aus der Welt dahin? Und da meine ich, können wir es wirklich beschränken auf den Begriff der Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, die Besucher aus aller Welt kommen dorthin, um ihre Produktion zu verbessern, um das zu sehen, die Entscheider, und haben hier die ideale Möglichkeit, mit Blick auf diese Themen einmal das Big Picture zu haben, wo geht die Reise hin, und dann bei der Vielzahl der Aussteller in jeder einzelnen Komponente zu gucken, was ist hier der Beitrag für das Big Picture. Wir haben da ein Forum in der Halle 24, das MDA-Forum, wo der Besucher, der bei den Ausstellern auf den Ständen das findet, was ihn interessiert, sich in diesem Forum nochmal übergeordnet interessieren kann. Weltweit wird deutsche Technik hier stark nachgefragt. Im Fokus stehen vor allem die Chancen und Herausforderungen rund um die Industrie 4.0. Wir haben mit dem Leitthema Integrated Industry sehr wohl gesagt, es passt hervorragend zum Konzept der Hannover Messe, dass die Lösungen für die Zukunft der industriellen Produktion sicherlich nicht in einem Einzelaspekt dargestellt werden, sondern in Integrated Industry. Dennoch, entscheidend für den Erfolg bleibt die hohe Innovationskraft. Vor diesem Hintergrund gilt es weiter in Ausbildung, Wissenschaft und industrielle Gemeinschaftsforschung zu investieren. So sehen es jedenfalls die Branchenvertreter. Die Antriebs- und Fluidtechnik haben das große Glück, dieses Jahr zu, sag mal, zentralen Innovationsfragen wichtige Beiträge zu leisten. Das eine ist das Thema Energieeffizienz, ein Dauerbrenner. Das sind eben Produkte der Antriebs- und Fluidtechnik, die Drehmomente und Kräfte übertragen. Und das muss man energieeffizient tun. Und das zweite Thema, was uns alle dieses Jahr und in den nächsten Jahren bewegen wird, ist Industrie 4.0. Wir sind aktiv mit unterschiedlichen Diskussionsforen. Man kann sich zum Beispiel ein MDA-Forum anschauen. Da gibt es eine Woche lang Top-Vorträge zu den wichtigsten Themen Leichtbau, Energieeffizienz, Industrie 4.0, Antriebs- und Fluidtechnik für die Windkraft. Die Branchenleitmesse MDA auf der Hannover Messe 2015. Eine große internationale Bühne für alle deutschen Unternehmen.